Ja, Frau Agnes Lampkin, Sie spielen mit in dem Plagiat, was von mir geklaut wurde. Das Theaterstück Kinderhaus von Mark Bellinghaus wurde in Kinderhäuser von Karen Breeze umfunktioniert bzw. abgekupfert. Und eine der SchauspielerInnen ist eben Frau Agnes Lampkin. Jetzt ist es kein Zufall, denke ich mal, dass ausgerechnet diese Schauspielerin sich da beteiligt hat. Sie hat ja auch in einem Interview gesagt, dass sie sich quasi drum gerissen hat. So, ich erzähle Ihnen mal, aus welcher Perspektive dieses Foto hier aufgenommen wurde. Das stammt nämlich vom... Das stammt vom 21. Klar, Moment. Hier, die Vier-Jahreszeiten-Premiere 23. Es war im Frühjahr 23, hier ist übrigens die Intendantin. So. Und da habe ich mit der Frau Lampkin länger gesprochen. Sie hat mir ihren Werdegang erzählt, Bochum und. Hat mir auch erzählt, dass sie eben unter Rassismus gelitten hat. Ja, und ich habe mir auch, ich habe sogar die Rose der Lillian Stilwell, die Amerikanerin, die hat mir sogar noch ihre Rose geschenkt, die sie hier für diese Premiere, es war ein Premierenfeier, bekommen hat. So. Und dann habe ich mit der Frau Lampkin oder Lampkin länger gesprochen. Und dass sie jetzt hier mitmacht bei so einem Rip-Off-Stück, ich will Ihnen nur mal sagen, ich habe sie unterstützt, das wissen Sie. Ich war im Rathaus und habe mir End Now Hanau angeschaut und Sie wissen ganz genau, dass ich wahrscheinlich der Besucher war von allen Terminen, allen Aufführungen, der am meisten geheult hat. Das bin ich mir sicher. Ich konnte nicht mehr aufhören zu heulen. Und ich habe mit dem Tuksal Mogul, dem habe ich sogar Kinderhaus angeboten, habe gesagt, und das Gott ist mein Zeuge. Und das war auch schon lange, bevor das in Planung war. Herr Mogul hatte kein Interesse, beziehungsweise nehme ich an, dass er genau Bescheid ist. Er ist ja der Hausautor vom Theater Münster seit vielen Jahren, also auch schon vor Kostolmein. Ich finde das wirklich einen ganz schön starken Hammer, Frau Lampkin, dass sie da so einfach so, ich meine, gibt Ihnen das irgendwie eine besondere, so einen besonderen Thrill, weil Sie wissen, wer ich bin, oder ist, weil Sie denken, ich bin Rassist oder... Ich bin mir ziemlich sicher, dass das damit zu tun hat. Aber ich werde dieses Video jetzt ins Netz stellen, weil ich mich verarscht fühle. Von Ihnen ganz besonders, weil wir zusammen gesprochen haben. Ich habe Ihnen auch ein bisschen mein Herz ausgeschüttet. Es war eine so-la-la Premierenfeier. Es war nach den Vier-Jahreszeiten, wie gesagt. Und dass Sie jetzt hier in so einem geklauten Stück mitmachen und Sie wissen genau, was abgeht, finde ich ganz schön scheiße. Ich hoffe, dass Sie das mal in Ihrem Leben auch selbst erleben. Sowas Ähnliches, ja? Dass Sie ein Stück schreiben, Sie bieten das in großem Vertrauen einer neu kommenden Intendantin an, hoffen, dass sie drauf einsteigt, weil es eben wirklich ein wichtiges Thema ist. Und Frau Karen Breeze hat vorher ein Stück über Prostitution, die hat überhaupt gar keine Ahnung gehabt von Kindesmissbrauch. Die sind für eine Fotooption nach Kinderhaus gefahren, haben sich da hingestellt. Es ist wirklich schaurig, das ist traurig. Und dann auch noch die Redakteurin vom WDR, Heike Zafer, die mich auch schon interviewt hat wegen Kindesmissbrauch. Evangelische Kirche ist sie drauf fixiert. Das ist schon so perfide, dass ihr das alles mit einem, wohlgemerkt, mit einem Missbrauchsopfer abzieht. Es ist eigentlich absolut unvorstellbar. Die haben den Martin Schmitz durch meinen Blog, durch meine Poster, haben die erst gefunden.
Das ist so ein Kartenhaus, was bei dem ersten Wind einfällt, Frau Lampkin. Ich finde das richtig, richtig scheiße. Ich fand sie wirklich sehr, sehr interessant, was sie alles erzählt haben. Und jetzt kommt da hier so ein Scheißklotz an. Das ist ja unfassbar. Also, ja, ich bin echt enttäuscht. Aber wie gesagt, das ist ihnen scheißegal. Sie lachen sich jetzt wahrscheinlich alle tot über mein Video und meine Dummheit. Aber wie gesagt, sie machen das alles mit jemandem, der missbraucht wurde. Und das ist harter Tobak. Gerade Sie sollten wissen, wie es ist, wenn man rassistisch beleidigt und angegriffen wird. Und das mache ich die ganze Zeit mit. Und noch dazu von Leuten wie von Ihnen. Das ist wirklich scheiße, Frau Lampkin. Ich hoffe, Sie haben einen guten Lacher gehabt mit dem Herrn Pascal Riedel und der Clara Kroneck. Zu denen komme ich auch gleich. Ja, das ist, wie gesagt, alles klar. Alles Gute noch und ich hoffe, Sie haben eine ganz tolle Karriere und lachen sich tot über meinen Versuch, auch meine Stimme hören zu lassen.